Wir sind zurück. Ja, das mit diesen Gläsertypen, diesen Dialog habe ich mal einfach übersprungen, der war uninteressant. Wie gesagt, es ist alles beim Alten, wir müssen den Apfelrubin finden und damit hätte sich die Sache. Ich speichere noch eben bei diesem pädophilen Priester und dann geht's auch direkt an die Arbeit. So, dann begeben wir uns wieder auf die Weltkarte und werden von noch stärkeren Kreaturen angegriffen. Denke ich doch. Ja, hier, starke, mächtige Krabben, die uns mit ihren Krabhammer in den Boden stampfen. Oder sowas ähnliches. Ja, genau. So. Erstmal Schockzauber. Der macht immer noch nicht viel AOE-Damage. Was AOE ist, müsstet ihr eigentlich mittlerweile wissen. Wenn nicht, dann guckt mal in meine vorherigen Videos. Ich brauche eh ein bisschen mehr Views. Ich kann ja mal überlegen, ein 10-Abonnenten-Special zu machen. Das wäre doch mal was Geiles, oder? 10 Abonnenten. Hohoho. Da müssen sich nur noch zwei Typen finden. Oder es hauen ein paar Leute ab. Da müssen sich sogar noch mehr Leute finden. Zumal einige meiner Abonnenten ja irgendwie noch nicht mal meine Videos schauen, weil sie einfach nur das abonnieren, was ihnen vor die Flinte läuft. Oder vor dem Mauszeiger. In dem Falle. Ja, ich will jetzt nicht großartig Zufallskämpfe machen, sondern gehe in die Höhle. Aber das hier ist keine Höhle. Aber ich kann mal gucken, warum ich jetzt nicht weiter kann. Tempel nach Pandoria. Dieser kleine Tempel gehört Claude aus Clamento. Ihr braucht Claudes Erlaubnis, um zu passieren. Ach, haben wir ja gehört. Solange ihr keine Erlaubnis habt, kann ich euch nicht passieren lassen. Hohoho. Toll, im jeden Kontinent ist also ein Tempel und jedes Mal steht ein Typ vor, der uns nicht durchlässt. Mann, wenn es doch nur so schwierig wäre, die Welt zu retten. Dabei müssen wir doch nur ein bisschen weniger CO2 ausstoßen. Zum Glück ist es nicht so schlimm wie Lufia hier, wo ein paar verrückte, größenwahnsinnige Lords, was weiß ich, die gibt es auch in der echten Welt. Zum Beispiel irgendwo in Nordkorea. So, dann, was kämpfe ich eigentlich? Ich kann ja immer flüchten. Die Gegner. Oh, scheiße, ich hoffe, ihr habt nicht den Furz gehört gerade. Oh, ne, das gehört sich nicht. Und mein Mikrofon ist ja zum Glück an meinen Mund dran. Rubinhöhle. Oh, eine Höhle voll mit Rubinlava oder so. Neue Spinnenfeinde. Lass mich rein, es sind Rubinspinnen. Ja, es sind Arachnas. Arachnaide, Arachnas. Das sind doch alles Spinnen. Ja, ich mach die Spinnen nass, dann tue ich sie durchbritzeln. Eigentlich sollte sich ja so eine Combo-Attacke geben. Erst sind sie nass und dann müsste der Schock noch mehr Schaden machen, aber stimmt, der Tier ist schneller. Tja. Ich denke mal, im echten Leben würde. Nein, nein, nein. Max hat ja auch. M hat ja auch eine Rüstung an. Das dürfen wir nicht vergessen. Gottes Willen, wie lange die doch brauchen und mit dem ist echt nicht zu spaßen. Ich hätte trainieren sollen, verdammt. Und ich habe auch einfach nicht ernst genommen, die Zustandsveränderungen, die auftreten können. Tatsächlich wird das Spiel doch echt stärker und ich glaube, Flächenzauber bringt auch nicht so viel wie in anderen Spielen. Vielleicht ist es taktisch doch ein bisschen weiter als manch anderes Game. Auch wenn jetzt die Gegner jetzt ein bisschen unspektakulär sind, es sind tatsächlich auch immer dieselben. Und dass alles so klein ist, ist zwar irgendwie kacke, so haben wir nicht große, imposante Monster-Screens hier, aber immerhin müssen die Entwickler nicht so mehr pixeln. Ich meine, die haben nur ein paar kleine Feinde, die treten dann auch noch öfters auf. So haben die weniger Arbeit und können ein größeres Spiel erschaffen. Hier müsste, glaube ich, nochmal so ein Gang-Gift. Und? Ach so. So, steht auf, meine Krieger. Ihr habt noch nicht euren Tribut an meinen Spaß geleistet. Nein, momentan habe ich richtig viel Spaß an dem Spiel. Also gerade habe ich echt Bock. Ups, ich wollte nur hier einen Baum auf das Skelett werfen. Bringt nichts. Cool. Da oben drauf ist ein Monster. Und wir kommen hier nicht rüber. Oh, ich habe vergessen, die Stoppuhr zu stellen. Passiert mir eh in jedem Video. Und ich werde es auch niemals so regulieren können. Ich werde einfach mal auf. Nach Gefühl das Video ausmachen. Hat bisher immer gut geklappt. Jetzt mache ich kein AOE mehr. Das ist echt. Ach, ich will nicht mehr AOE sagen. Ich werde einfach den Giftkäfer hier, denn er.
vergiftet. Den werde ich erstmal angreifen. Natürlich nochmal mit einem Zauber nachlegen. Dann auf die Chaos. Ich habe vorhin noch echt gesagt. Was habe ich vorhin gesagt? Irgendwie, ich werde das. Irgendwie mit Cutten das Video oder so. Wie auch immer. Natürlich cutte ich nichts oder so, aber ich habe das, glaube ich, lustig ausgesprochen. Also, ich habe die Anfangsbuchstaben von zwei Wörtern vertauscht. Sowas ist. Sowas finde ich ja echt lustig, wenn das auch mal aus Versehen passiert. Es war also keine Absicht, falls es jetzt irgendjemand denkt und Fumi scheint wohl gleich wieder kaputt zu sein. Oh nein, die Chaos Bienen verpissen sich. Das finde ich nicht gut, denn ich setze hier all meine. Ich meine, ich kämpfe hier aufrichtig gegen Monstern und dann wollen sie sich unhöflich verpissen. Was weiß ich? Uhu, Lebensnektar. Ich brauchte jetzt nur eine kleine Frischung. Ich wusste, dass was im Busch drin ist. Ha, da war was im Busch. Versteht ihr? Gut, das war jetzt Absicht. Na, ja, wir haben halt wieder viele Möglichkeiten, durch Räume zu gehen und... Oh, ich muss kämpfen, ich muss kämpfen. Die Gegner sind alle so stark hier. Eine neue Fledermaus. Schon wieder ein neuer Gegner mit einer... Ein neuer alter Gegner, sage ich mal dazu. Und Fumi ganz groß. Dann schmeißt uns doch eine Hilfe, aber ich will ein neues Kapselmonster. Ja. Ich komme jetzt nicht großartig weiter oder so hier, aber... Wird noch alles. Ich habe auch Angst, dass ich jetzt zu weit mache, aber ich glaube, ich habe bisher noch nicht so weit gemacht. Speedy... kann nix. Ich, mache halt das Übliche jetzt erstmal. Ja, ich habe mir mal ein paar Let's Plays so angesehen nochmal... und geguckt, was ich besser machen könnte. Mir fällt auf, so... ich mache eigentlich alles, was ich machen sollte, aber... irgendwie könnte ich ein bisschen mehr Motivation mit reinbringen. Ich glaube doch manchmal, dass ich... Manchmal bin ich auch gelangweilt von zu vielen Kämpfen oder so. Ich könnte ruhig mal hier... keine Ahnung... halt Freudigkeit vorheucheln. Nicht unbedingt oder so. Es darf natürlich nicht geheuchelt klingen oder irgendwie so gekünstelte Spannung erzeugen oder so. Das ist natürlich ein bisschen beschissen dann irgendwie. Es soll mir auch selbst Spaß machen, von daher. Es gibt ein Rätsel, cool. Drücke mit geballter Kraft nach links die Schalter. Geballter Kraft, ich hörte sofort eine Bombe legen. Oho, ich werde vier Bomben legen. Dann werde ich einfach mal... Oh, und de Tura. Gut. Ich hab's geschafft. Geil, ich öffne mal die Wand und mache an dieser Stelle, glaube ich, gleich mal Schluss. Ich habe nämlich Angst um mein Video. Es darf nicht zu lang sein, es darf nicht abgeschnitten werden. Ich gehe durch diesen Teleporter und werde dann auf Stopp drücken.